Und willkommen zurück zu Let's Play Ion. Ja, es ist lange her, seit ich das letzte Mal ein Let's Play hiervon aufgenommen habe. Ich hatte vorhin schon einmal versucht, eine Aufnahme zu starten. Allerdings hat mir das Aufnahmeprogramm alles zerschossen und die Datei war nur noch so groß, als hätte es 60 Bilder in einer Sekunde gemacht. Also war überhaupt nicht da. Und das war ein kleiner Schock für mich. Und alles, was wir gemacht haben, ist weg. Aber das ist gar nicht schlimm. Wir gucken einfach mal, was wir jetzt alles neu haben. Wir haben neue Fertigkeiten bekommen. Und zwar können wir die Energie der Geschwindigkeit erhöhen. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. So meine ich. Das Siegesmantra erhöht physischen Angriff für euch und eure Gruppenmitglieder in einem Umkreis von 20 Metern um euch um 10 Angriffspunkte mehr. Dann haben wir geheiligter Schlag, kennen wir schon, zerschmettern kennen wir. Ja, der Rest ist nicht neu, aber zumindest hübsch anzusehen, dass es jetzt endlich mal ein bisschen mehr wird. Was ist das hier noch? Meteorhieb, verursacht beim Ziel 138 bis 170 physischen Schaden, senkt 4 Sekunden lang physische Verteidigung des Ziels um 80 und Fluggeschwindigkeit um 50%. Wenn wir also jemanden im Flug angreifen, ist das relativ praktisch. Wir haben hier in Sanctum nochmal ganz kurz die Fertigkeiten gekauft, nichts weiter gemacht und in Verteron lediglich die ersten beiden Kampagnen abgeschlossen. Da haben wir die Lieferisten gejagt, die sich als maskierte Herumtreiber dort ausgegeben haben. Ja, ein bisschen was ist hier noch übrig, aber das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal zurück nach... Licht scheint auf uns. Genau, Verteron... Möge Aion euch beschützen. Dich auch, mein Freund, dich auch. Voila, herzlich willkommen in der Zitadelle von Verteron. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh, wer ist der denn hier? Das ist ja ein süßer kleiner Zwerg. Ja, wenn man seine Beine sehr kurz macht, dann kann man sich auch relativ klein machen. Schauen wir mal. Was brauchen wir? Wir brauchen Lobniten. Übrigens habe ich erklärt im letzten Part, und das ist der Grund, warum ich diesen Part hier überhaupt aufnehme, einfach nur, dass ihr es nochmal hört, dass ich diese ganzen Nebenquests, die sowieso nicht so viel mit der Geschichte zu tun haben, alleine machen werde. Das heißt, ich werde dann privat Leveln machen tun. Und ihr sollt natürlich nur das Wichtigste mitbekommen, die Levelaufstiege, beziehungsweise unsere Fertigkeiten, welche wir dazu bekommen. Und selbstverständlich... Selbstverständlich auch die Kampagnenquests. Das ist kein gültiges Ziel. Natürlich wichtige normale Quests und Events, dass wir zum Beispiel die Beatles in einer der vorherigen Folgen gesehen haben. Oder eben auch die Person, die aus Harry Potter hier in Ion mitspielt, sehen werden. Das werde ich euch auch zeigen. Ich freue mich total. Es wird so der Hammer. Ein Spiralobnit, noch ein Spiralobnit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Komm mal her, mein Freund. Ihr seid zu weit weg. Na, das halte ich für ein Gerücht. Genau so sehe ich das auch. Zack, 4 von 9. Geringer Elementarstein und Parieren, plus 12. Brauchen wir alles nicht, ist auch egal. Was haben wir noch gemacht? Wir haben hier eine Quest gemacht. Hier waren solche Kristalle, zu denen ich gesagt habe, dass sie... allein so von der Farbgebung her ein bisschen geändert wurden. Oder es kommt vielleicht, weil ich eine ganz andere Grafikeinstellung habe. Kann natürlich auch sein. Ich hatte das Gefühl, sie waren früher durchsichtig. Jetzt sehen sie aus wie irgendwelche Eispickel. Ja. Das sind sie. Genau. Früher waren sie durchsichtig. So habe ich das Gefühl. Ihr könnt mich berichtigen, indem ihr Kommentare schreibt. Ich freue mich. Ist da gerade was an uns vorbeigeflogen? Nee, ne? Hatte so den Anschein. So, der zweite von 6. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Ich möchte gerne mal den Meteor hier ausprobieren. Sehr süß. Tja, mein Lieber, du musst jetzt leider dran glauben. Es tut mir leid. Zack. Und der nächste Braunschnabel Iron. Euer Ziel ist zu weit weg. Ach, halt's Maul. Sagt man nicht. Na komm. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Sehr schön. Wie lange ich mich hier nicht durchs Turi-Gebiet geprügelt habe. Ach nee.
Schon ewig her, wer ist sie denn? Will sie was? Dann würde sie mich ja anschreiben, oder? Hopp, hopp, hopp. Ach so, ja, weg ist sie. So schnell kann's gehen. Wahrscheinlich ausgelockt, vielleicht auch die Verbindung verloren. Sowas passiert auch. Ganz besonders, wenn man seinen Router nicht im Griff hat. Einigen Leuten spreche ich damit hier aus der Seele. Zack. So, dann zünden wir auch gleich mal das Siegesmantra. Das einzige Mantra, das wir haben. Ein Mantra läuft die ganze Zeit. So lange, bis wir uns ausgelockt haben. Wohingegen die Buffs so lange aktiv bleiben, egal ob wir uns eingeloggt haben, ausgelockt haben oder sonst irgendwas. Die bleiben so lange aktiv, wie die Zeit dasteht. Halbe Stunde geben sie uns. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Zumindest für diese drei Buffs. Und ich glaube, die laufen sogar eine Stunde. Kann das sein? Versuchen wir es mal. Ja, 59 Minuten laufen sie noch. Es wird natürlich mit Absicht keine ganze Stunde angezeigt, weil es ja nur noch 59 Minuten und 59 Sekunden sind. Nicht? So, da ist er wieder, der kleine Zwerg. Und ballert! Yeah! Das Schauspiel gucken wir uns mal an. Währenddessen können wir uns ein bisschen von der Mana regenerieren. Leben ist nicht ganz so wichtig, wir können uns heilen. Zack. Okay, er hat ihn erledigt. Er ist unser kleiner Kampfzwerg. Ich nenne ihn ab heute der Kampfzwerg. Wenn wir ihm wieder begegnen, dann mit Freude. So, komm. Wie viele brauchen wir noch? Einer noch. 8 von 9. Und ich schätze mal, wir werden Level 13 erreichen, bevor wir uns in ein anderes Gebiet begeben. Achso, ich habe euch ja noch gar nichts gezeigt, Mensch, von Verderon. Passt auf. Ich laufe nochmal ganz kurz zurück. Ich mache das mal so wie im letzten Part auch. Da habe ich nämlich einfach mal auf diesen Button geklickt. Das ist unser Flugbutton. Damit können wir fliegen. Ja, wir haben Flügel und können uns bewegen, so wie die da oben. Und entweder wir drücken den oder eben die Bild nach oben oder Bild nach unten Taste. Das geht auch. Fliegen ist noch nicht möglich. Das muss ich erst einmal erholen. Ihr seht, da läuft jetzt eine Uhr durch. Erst wenn die rum ist, dann könnt ihr die Flügel wieder aufmachen. Ist natürlich doof, wenn man dann gerade die Flügel aus Versehen geschlossen hat oder jemand einem die Flügel abgeschnitten hat, ausgerechnet in dem Moment, wo das hier noch nicht erholt ist, um die Flügel erneut rauszuholen. Und dann gibt es noch eine grüne Anzeige. Diese zeigt, wie lange wir in der Luft bleiben können. Die geht nämlich immer weiter runter. Und jetzt fliegen wir einfach mal davon. Hier oben sind lauter Vortex. Überall, wo solche Vortex sind, können wir fliegen, wahrscheinlich durch die Power des Abyss. Und was der Abyss ist, das werden wir noch sehen. Das ist unsere Äthermacht, mit der wir fliegen. Und das ist die Zitadelle von Verderon. Hier oben haben wir noch ein riesiges Portal. Wo das hinführt, das sehen wir auch erst später. Und es sieht wirklich traumhaft aus. Die Zitadelle hier mitten irgendwo an einem Wüstengebiet, direkt an einer Oase hier, an einem riesigen See mit irgendwelchen riesigen Viechern, die ich nicht näher definieren kann. Warnung, kaum noch Flugzeit. Ja, auch das macht diese kleine Uhr. Wenn es wirklich ins letzte Viertel geht oder später, glaube ich, sogar in die letzten 5 Sekunden bzw. 20 Sekunden, das können wir nämlich erweitern. Und egal, ob wir 3 Minuten haben oder nur eine halbe Minute Flugzeit, er zeigt hier immer einmal nur komplett das ganze Rad an. Berechnet es aber prozentual, denke ich mal. Gut, mit denen waren wir fertig. Wir brauchen noch die Braunschnabel-Iron. Und wir haben erst 10 Minuten für das gebraucht, was ich eigentlich vorhin schon, ja, die ganze Zeit gemacht habe. Ganze halbe Stunde lang. Gut, es ist ja ziemlich verkürzt. Das gebe ich zu. So, 5 von 6 und wir haben einen Plattenhelm des Forstes gefunden, den wir zwar verwenden können, obwohl wir normalerweise keine Platte tragen, aber der uns nicht ganz so viel bringt, weil ein Kettenhelm für uns nun mal optimal wäre. Ja, wir kriegen mehr magische Verteidigung als beim Plattenhelm, haben vielleicht nicht ganz so viel physische, aber das ist auch egal. Ich ziehe ihn jetzt trotzdem mal an, weil gerade in diesem Gebiet die Helme
eher physische Verteidigung haben sollten. Hier gibt es nicht viele magische Klassen. Später ändert sich das natürlich und dann werde ich auf jeden Fall wieder auf Kette umspringen. So, hier steht ein riesiger Kristall. Sind ganz viele Spiralen, Lobniten. Und wir machen noch den hier down und danach gehen wir zurück. Den Rest level ich dann privat. Aber es ist ein wirklich schönes Gebiet. Wir können leider nicht hier hinten zu diesen Bergen hin. Leider, leider. Wir können höchstens nach da laufen. Hier geht's aber in ein Gebiet, das wir noch nicht betreten sollten. Zumindest nicht mit unserem jetzigen Level. Wir fliegen noch einmal zurück zur Stadt, geben die Quests ab und bewegen uns dann in diese Richtung, denn das ist unser nächstes Gebiet. Da müssen wir als nächstes hin. Ja, 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 ja. Ich freue mich so. Seit langer Zeit mal wieder Aion. Das letzte Mal, als ich Aion gespielt habe, hat es mich einfach gekillt. Ich glaube, ich habe es sogar noch in einem der vorherigen Parts gesagt. Zu sehen, dass es wirklich ewig lange dauert, einen 1080p genau, Part hochzuladen. Also das war der Wahnsinn. Zack, Level up. Sehr schön. Und wir haben sogar kleine Mana-Tränke bekommen und unsere ganzen Fähigkeiten, die wir in dem letzten Part schon eingelöst haben, in dem letzten verschwundenen Part, die sind jetzt aufgestiegen. So, dann gucken wir mal. Wir können jetzt das Schildmantra ausrüsten. Da gehen wir nochmal auf Fertigkeiten oder drücken einfach K. Das geht beides. Und nehmen das Schildmantra schon mal unten mit rein. Wir können immer drei Mantren laufen lassen. Sollten wir mit einem Kantor in der Gruppe sein, ja, das zählt ja immer für die ganze Gruppe, dann kann der noch ein zusätzliches zünden oder wir können eben eins machen oder wir wechseln uns ab, dass jeder zwei macht. Das ist egal. Vier Mantren können komplett in der Gruppe gemacht werden und drei nur von einem Kantor. Zack. So, was haben wir noch? Schallschwung. Ja, das hört sich auch gut an. Den setze ich mit rein. Der sieht so ähnlich aus wie dieser hier. Geheiligter Schalak, genau. Ach, schön. Nein. Was habe ich jetzt eingelöst? Zauber der Wiederbelebung. Aha, wir können jetzt also wiederbeleben. Sehr schön. Gott. Mehr will ich gar nicht wissen. Jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Oder auch nicht. Hier ist nichts zum Abgeben. Wir müssen woanders hin. Achso, wir haben sie schon abgegeben. Stimmt, den Rest wollte ich privat machen. Dann bewegen wir uns jetzt in das nächste Gebiet. Ja, da führt es uns hin. Nichts anderes haben wir im Sinn. Und wir haben noch ein Lobnitenfossil gefunden. Für die Leute, die es nicht gefunden haben, das hängt immer irgendwo hier an den Wänden. Da oben ist auch eins. Aber das ist es. Das ist das Lobnitenfossil, das ihr nicht gefunden habt. Und jetzt wisst ihr, wo ihr es finden könnt. So, wir fliegen an den Hungerborgs vorbei, an den kleinen Wölfen hier. Und schmeißen mal unsere Energie der Geschwindigkeit rein. Ach, das ist auch ein Mantra, ne? Ist ja süß. 10% Geschwindigkeit mehr. Jetzt haben wir den Tolbas Nordwald entdeckt. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Ja, hier war ich im letzten Part noch nicht. Und wir sehen, es geht hier noch wesentlich weiter. Und bei so vielen einzelnen Questleuten kann man sich schon denken, dass dort eine kleine Stadt oder ein Dorf ist, das wir auf jeden Fall besuchen werden. Oh, der Bock hat uns geedet. Nein, wir müssen abhauen. Ich will erst die Quest annehmen, bevor ich sie töte. Willkommen, Deva. Ja, selber. Muttersorge. Deine Mutter macht sich Sorgen, haben wir in Verteron erfahren. Willkommen, Deva. Eine einsame Vogelscheuche. Wir sollen sie mal besuchen. Das machen wir doch. Schatten euch nie. Willkommen, Deva. Köstliche Alraune. Nee, oh, die nehme ich später an. Da weiß ich schon, was passiert. Deva. Gefahr im Wald. Zack. Willkommen, Deva. So, und bevor wir uns hier weiter umsehen, was ist Kokoro? Kokoro sammle ich nicht, nein. Das werden wir später kaufen. Bevor wir uns hier weiter umsehen, werde ich erstmal die Quest annehmen. Und dann kann ich euch schon das nächste Gebiet zeigen. Zack. Wir haben jetzt, hier oben habt ihr einen Timer. 15 Minuten Zeit. Obwohl man vielleicht 5 Minuten braucht. Da vorne geht's weiter. Hier werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit ein bisschen was tun. Werden uns auf Belboas Farm umsehen. Aber vorerst laufen wir von Verteron aus diesen Weg hier entlang.
bis hier vorne hin in die Stadt, in dieses kleine Dörfchen nach Tolbas und dort uns erst einmal umgucken. Ja, das ist der nächste Punkt, an dem wir uns auch binden werden und wo wir erstmal immer zurückkehren. Mit Level 13, ich glaube bis Level 17 und dann geht schon wieder in eine ganz andere Richtung, nämlich zu Pilgers Rast. Ach, schön, schön, schön. Yay, er läuft hier mit seiner Schweineherde. Das erinnert mich so ein bisschen an das neue Spiel, das ich gerade angefangen habe, Banished. Ihr habt Tolbas entdeckt, yay. Tolles Spiel, müsst ihr unbedingt reinsehen. Banished ist cool gestaltet, kleines Aufbauspiel und da kann man natürlich Schafe haben. Oder eben auch Kühe. Ja. Muh. Braucht ihr irgendetwas? Ah, nee, schön. Ja, wir brauchen nichts. Wir wollten dir bloß Bescheid sagen, dass dein Vater krank ist und du sagst uns, dass du besoffen bist und wir sollen es ihm ausrichten. Gehabt euch wohl. Ach, du bist nur besoffen, weil du dir Sorgen um Balboa machst. Ja, da gucken wir dann später. Achso, Alraunen. Wir müssen jetzt erstmal die Alraunen abgeben. Ich glaube, bei dem Farmer hier Krodis oder weiter hinten. Aber da gucken wir mal. Oh. Ja, das ist das Doofe an einem Mausspieler, aber ich mache es auch nebenbei mit Tastatur. Ich wollte mich eben bloß abstützen und habe die Tastatur mal außer Acht gelassen. Und hier haben wir auch schon die nächsten Kampagnenquests. Hallo, Leto. Odium in der Dukaki-Siedlung. Ich höre. Sagt mir einfach, was zu tun ist. Treue und Waffen. Ja. Beseitigt die Dukaki-Minenarbeiter. Kragenechsenjagd. Kragenechsen? Was kann ich tun? Diese Kragenechsen, die ihr jagen sollt, sind schnell, stark, äußerst wild und tödlich. Toll. Da hat er die Kamera kaputt gemacht. Ja, ich mach mich gleich an die Arbeit. So, und du? Abolos. Ihr kommt gerade recht. Jagd auf die Lefaristen. Wie können wir sie bekämpfen? Belburs Farm am Fluss Ellum wurde von einer Bande lefarischer Revolutionäre besetzt. Erzählt mir mehr. Oh nein, wir müssen Diebe vernichten. Die Diebe, die Belburs Farm ausgeraubt haben. Warum haben sie das getan? Ja, haha, das werden wir erfahren. Und Balboa selbst? Wo ist der? Der ist verschwunden. Beris, hast du noch einen schönen Auftrag für uns? Etwas von mir? Ein unerwünschter Dolch. Wo liegt das Problem? Wir sollen ihn mitnehmen. Atreia wird wieder uns gehören. Bringt den Smaragd-Dolch zu Ivis. Ivis haben wir, glaube ich, im letzten Part gesehen, war der Waffenhändler in Verteron. Zumindest kann ich mich an seinen Namen erinnern. Ich laufe jetzt mal so. So ist das auch schön, denn sehen wir nicht die ganze Zeit unseren kleinen LP Bisu. Nehm ja. Gegrüßt. Ja, selber. Und so können wir die Leute auch mal sehen. Gehabt euch wohl. Okay, immer wenn wir in der Stadt sind, werde ich jetzt die Ansicht ein bisschen ranscrollen, um eben zu schauen, was das für Leute sind, mit denen wir uns hier unterhalten. Was die einzelnen Leute machen. Und es ist eine viel angenehmere RPG-Grafik. Was wünscht ihr? Huch. Huhu. Wir sollen etwas Silber sammeln. Auch das machen wir. Ich muss dazu sagen, ich werde nicht viel mit euch sammeln. Ich werde mit diesem Char hier allgemein nicht sammeln. Sammeln habe ich auf einem anderen Charakter ziemlich hoch. So hoch wie es geht. Und das ist ausreichend. Mehr braucht man wirklich nicht. Wenn einer das hat, dann kann man sich das rüberhandeln, was man da sammelt. So, jetzt können wir wieder ein bisschen wegscrollen. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt... Tolbas Nordwald, hatten wir den nicht eben schon entdeckt? Ah, ist auch egal. Dann gucken wir mal, dass wir die Lefaristen jetzt kaputt gemacht kriegen. So, und dort ist das... ist Balboas Farm. Da müssen wir hin. Hier können wir noch eine Sache abgeben. Und da ist auch noch eine Quest, da gucken wir uns später um. Jetzt geht's erstmal... auf die Farm. Nein, wir wollen keinen Weizen anbauen. Wir wollen Balboas Farm retten, ihn rächen. Und ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Schreckenswalk. Auch ein Bösewicht.
Da haben wir sogar eine Vogelscheuche und oh, da ist eine richtig schöne Vogelscheuche, nämlich eine, mit der man reden kann. Und hier haben wir einen Mond. Ein kaputter Mond, aber ich glaube, den haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Haben wir irgendwas anderes, was wir sehen von hier aus? Nee. Wunderschöner Sternenhimmel. Ich stelle mir mal vor, das ist Sanctum, wo man sich hochportet. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht ist es auch Asmodee oder der Abyss. Kann auch sein. Keiner weiß es genau. Schreibt es in die Kommentare. Haha. Ja, und bevor wir uns hier auf Belboas Farm umsehen und ein wenig umherkämpfen, ja, und mit der Vogelscheuche reden, beende ich den Part. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis nachher.